Herzlich willkommen im nächsten Videotutorial. Wir werden heute den 8-Strang-Gaucho machen. Wir benötigen für eine 2-Meter-Leine 4 mal 7 Meter. Ich lasse grundsätzlich entweder eine Seite länger, damit ich die Takelung vernünftig noch ein paar Zentimeter machen kann. Oder ich mache bei ein, zwei Strängen die Stränge grundsätzlich ein Stück länger, zwischen 50 und 70 cm ungefähr, damit ich meinen Türkett drüber setzen kann, über die Schweißstellen. Zu der Leine muss ich noch dazu sagen, bei 2 Meter setze ich die Karabiner ja, am Anfang und am Ende. Und ich fange immer bei dem Karabiner an, der am Hund hängt, weil sollte euch hier hinten mal was aufgehen, könnt ihr immer noch die Leine selber fassen und der Hund haut nicht ab sozusagen. Ihr könnt anfangen mit einem Diamantknoten. Oder auch ohne oder mit einem Rondell. Oder mit einem Matthew Walker Knot kann man noch anfangen. Der ist aber einen Tacken schwieriger wie der Diamond Knot. Ich fange meistens mit einem Diamantknoten an, also mit diesem Diamond Knot. Mache dann ungefähr 4-5 cm. Mache meinen ersten Ring, knot dann. Je nachdem, ob es für einen großen Menschen ist, für einen kleinen Menschen. Für mich selber mache ich 45 cm weiter. Manche sagen, nee, Schulterleine mag ich nicht, brauche ich nicht. Dann kann man den auch weglassen oder halt 45 bis 50 cm dazwischen machen. Und beim letzten Ring sind es 90, 95 cm, damit die Handschlaufe dann ca. 50 cm ergibt. Damit man die Leine auch mal um eine Laterne wickeln kann, ordentlich beim Bäcker anhängen kann. Oder wo auch immer anhängen kann, am Baum zum Beispiel festhängen kann und so weiter und so fort. Genau. Ich zeige euch heute sowohl die Varianten mit 2 Meter, also wie der Abschluss hier am Karabiner ist, für den Abschluss brauchen wir auf alle Fälle bei der 2 Meter Leine wieder den Diamantknoten. Und dann entweder eine Takelung oder einen Türkett. Da gibt es viele verschiedene Anleitungen. Ich zeige euch den heute, wie ich ihn mache. Den kann man auch, es gibt auch einen Pineapple. Der ist aber ein bisschen schwieriger wie der Türkett, basiert aber auf dem Türkett. Die Takelung ist relativ einfach, die zeige ich euch auch. Und genau. Dann sehen wir uns gleich beim Anfang. Der 8-Strang-Gaucho. Ich zeige euch heute mit 4 Farben, weil es besser zum Sehen ist. Ihr fangt an, indem ihr einfach euer Paracord durch den Karabiner zieht, in der Mitte teilt. Ich lasse eine Seite immer länger, damit ich den Abschluss ordentlich machen kann. Ich beende alle meine Leinen mit einer Takelung oder mit einem Türkett. Und jetzt fangen wir einfach mal an. Ihr habt 4 Grundschritte und zuerst, je nachdem wie ihr es haben wollt, müsst ihr mit 2 anfangen.
Die müsst ihr für euch selber rausfinden, ob ihr die macht oder nicht. Es ist auch abhängig, wie ihr und womit ihr anfangt. Wenn ihr hier ein Rondell habt, dann müsst ihr nicht unbedingt mit den ersten zwei Schritten anfangen, weil ihr unter dem Rondell die Stränge einfach so hinschieben könnt, wie ihr sie braucht. Wenn ihr aber so am Karabiner anfangt, ist es immer schöner, wenn ihr die ersten zwei Schritte macht. Die zeige ich euch jetzt einfach mal. Die ersten zwei Schritte sind über zwei mit dem hier, mit dem Chord Nummer 5 und über 1, unter 1 mit Chord Nummer 6. Dann habt ihr auf jeder Seite zwei Farben. Fangen wir einfach an mit den Grundschritten. Ihr habt rechts den äußersten, geht unter 2, über 2 und macht mit dem linken auf der rechten Seite dann über 1, unter 2, über 1. Dass ihr diese Grundposition habt. Ihr fangt dann wieder mit rechts an. Geht dann jetzt über 2, unter 2, zurück nach rechts. Nehmt dann den linken obersten. Geht jetzt unter 1, über 2, unter 1. Müsst hier aufpassen, dass sie euch nicht verdrehen. Dann habt ihr hier wieder den rechten. Geht mit dem rechten hinten rum, geht hier jetzt unter 2 und über 2, geht mit dem linken wieder auf die rechte Seite hinten rum, geht, was hatten wir gerade? Jetzt hatten wir gerade 2, unter 2, über 2, dann geht er jetzt über 1, unter 2, über 1. Und habt dann rechts wieder über 2, unter 2 und geht dann hier wieder unter 1, über 2, unter 1. Das sind die vier Schritte, die sich immer wiederholen. Wenn ihr mal durcheinander gekommen seid und nicht mehr wisst, welcher Schritt gerade dran ist, ist nicht dramatisch. Ihr schaut einfach, dass ihr immer 1, 2, 1, 1, 2, 1 habt. Es ist bei jedem Schritt gleich. So ist 2, 2, 2, 2. Wenn ihr 2, 2, 2, 2 habt, fangt ihr mit links wieder an. Und geht dann, je nachdem, was ihr hier habt, hier ist einer frei, dann geht ihr hier über, unter, über und habt wieder diese Ausgangsposition. Genauso ist es andersrum, wenn ihr hier über, unter habt, habt ihr hier auch wieder 2, 2, 2, 2, geht dann mit dem, der hier nach unten hängt, dann auf die andere Seite und macht das Gegenteil von dem, was hier ist. Ihr geht unter, über, unter und macht das dann quasi bis zum Leinenende. Wenn ihr einen Ring einsetzen wollt, entwurschtelt ihr erstmal eure ganzen Stränge. So. Andere Seite genauso. Ich mache das immer bei so einem Schritt, da wo alles gleich ist. Hab dann meinen Ring an den Hund angepasst. Bei meinen reichen die 20 mm. Nehme dann von der rechten Seite zwei Stränge, ziehe ihn durch. Nehme von der linken und hier jetzt dann aufpassen. Ihr seht das hier schon. Hoffe ich zumindest.
dass ihr hier, den hier, dreht nach einer Zeit nach unten, genauso auf der anderen Seite. Da einfach aufpassen. Die zwei nach hinten, also quasi durch den Ring durch. Dann habt ihr den quasi mittig liegen und fangt dann wieder an mit der rechten Seite unter 2, über 2, mit der linken Seite über 1, unter 2, über 1 und habt dann wieder 1, 2, 1, 1, 2, 1. So. Knote das jetzt fertig und dann zeige ich euch, wie man den Abschluss mit Handschlaufe bzw. am Karabiner macht. Bis gleich! Ich zeige euch jetzt das Zurückflechten am Karabiner bzw. das Beenden des Gauchos am Karabiner. Dafür brauchen wir einen zweiten Karabiner. Sollte derselbe sein wie am Anfang der Leine, damit das auch ordentlich was aushält. Da die Leine für meinen Zwergpinscher sein soll, reichen mir diese Karabiner, die kleinen. Ich zeige euch das aber auch noch an einem größeren, weil einfach bei den größeren mehr Platz unten drin ist. Fangen wir aber mit dem kleinen an. Um die Leine vernünftig zu beenden, mache ich immer noch 4 Schritte am Ende, weil so ist das Ganze ja schräg hier hinten. Und damit ich das ordentlich gerade einflechten kann, den Karabiner, gehe ich mit dem rechten hinteren hier in die Mitte, lasse den aber jetzt hier liegen. Beziehungsweise, wenn ich so habe, gehe ich so rum, gehe mit dem nach rechts hier drunter, mit dem nochmal auf diese Seite, um dann mit dem letzten auch die Seite zu wechseln. Dann haben wir das so hier liegen. Dann entwursteln wir uns erstmal die Stränge, haben dann unseren Karabiner. Beim kleinen Karabiner nehme ich immer nur die Hälfte der Stränge, sprich ich gehe mit zwei Strängen von der einen Seite durch und mit zwei Strängen von der anderen Seite durch. Dazu nehme ich die mittleren. Machen wir einmal diese hier. Von der einen Seite rein und gehe dann hier rüber, fädel dann diesen hier zwischendurch von der anderen Seite mit dem schwarzen ganz am Rand. Hier zwischendurch und ziehe die wieder fest. Hab dann hier meinen Karabiner drin. Dreh mir das so, dass der Karabiner unten liegt. Teile mir die 8 Stränge auf, entweder farblich sortiert, je nachdem wie ihr sie halt eben angeordnet habt oder nicht. Gehe dann mit dem ersten Pärchen übers zweite, mit dem zweiten übers dritte, mit dem dritten übers vierte und mit dem vierten gehe ich dann hier übers erste nach unten, dass ich hier wie ein Quadrat von den Scooby-Doo-Flechtungen habe.
Gehe dann mit dem ersten Pärchen um meinen Finger rum und gehe unter dieser Kreuzung vom ersten und vom vierten Pärchen unten durch und hole es mir nach oben. Mache dasselbe bei der nächsten Kreuzung, wie auch bei den anderen Kreuzungen alle. Hier aufpassen, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Gehe mit dem hier unter der Kreuzung nach oben, dass ich mit dem letzten Pärchen unter dieser Kreuzung durchgehen kann. Dann ziehe ich mir das ein bisschen fest. Und hier jetzt aufpassen, dass ihr nicht diese Kreuze nach unten habt, weil sonst sieht euer Diamantknoten nicht richtig aus, sondern wirklich einmal mit der Hand drüber, wie so eine Kuppel, und dann erst so rum festziehen, quasi die Stränge, die aus den Karabinern, aus dem Karabiner kommen, festziehen. So, so, dann immer Stück für Stück. Ihr könnt auch, damit euch die Leine an sich nicht verrutscht, könnt ihr hier einen Gummiring rummachen. Dann habt ihr das fixiert. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das ganz gut. Ich schaue dann immer drauf, dass diese Farben gleich verlaufen. Wenn sie jetzt mit Schwarz oben anfangen, also bei zweifarbig ist das ganz gut zu sehen, dann schaue ich, dass die Farben den kompletten Verlauf über gleich liegen. Auf der anderen Seite nach unten, bei dem schwarz-weißen hier nach oben, hier nach unten, bei dem, das geht hier rein, läuft hier lang und kommt hier raus, bei dem läuft hier lang, geht hier nach oben und kommt hier raus. Da ist es jetzt dann ganz praktisch, wenn man einen Marlin Spike hat. Den kann man beim Hackelrobin kaufen. Verlinke ich euch unten in der Infobox, sofern ich es hinkriege. Ansonsten schaut einfach auf dem Facebook-Blog vorbei. Da kann ich ihn euch auf alle Fälle verlinken. Und dann zieht man hier einfach mit dem Marlin die einzelnen Pärchen vom Diamantknoten nach.
Ich drehe den dann immer noch in der Hand ein bisschen, dass ihr hier den Diamantknoten schön liegen habt. So. Und dann wird die ja schon mal fertig soweit. Sieht dann so aus. Zeige ich euch jetzt noch mal am größeren Karabiner. Beim größeren Karabiner ist es einfacher, weil ihr hier mehr Platz habt. Da könnt ihr mit allen Strängen durch den Karabiner gehen. Ihr nehmt dazu einfach eure Stränge, zieht erst die eine Seite durch. Die Stränge dann vernünftig hin. Geht dann einzeln mit der anderen Seite immer neben einem Strang bzw. zwischen zwei Strängen durch auf die andere Seite. Haben wir hier drei, nochmal weiß nach unten. Nehmen wir das Multi. Gehen durch den Karabiner. Gehen mit dem letzten durch den Karabiner. Und haben dann auf jeder Seite vier Stränge. Die wir nochmal ordentlich festziehen. Wie ich vorhin gesagt habe, könnt ihr euch jetzt hier zum Beispiel einen Gummiring hinmachen. Ich habe nur gerade keinen da, sonst hätte ich euch das gezeigt, aber geht auch ganz wunderbar ohne. Ihr nehmt euch dann wieder die Leine nach oben. Ich schmeiße mir im Stehen die normalerweise über die Schulter, dass die aus dem Weg ist. Teile mir meine Stränge in vier Pärchen auf. Schau, dass die Farben vernünftig aufgeteilt sind. Dass es gleichmäßig aussieht, gehe mit dem ersten übers zweite, mit dem zweiten übers dritte, mit dem dritten übers vierte und mit dem vierten durch die Schlaufe vom ersten. Dass hier wieder dieses, ich nenne es immer Scooby-Doo-Viereck, auftaucht und gehe dann wieder mit den Pärchen durch die Kreuzung. Also unter den Kreuzungen quasi durch. Und beim letzten aufpassen, dass ihr wirklich beide Kreuzungen mitnehmt. Halte mir dann meine Stränge ein bisschen fest. Ziehe schon mal ein bisschen fester an. Und stülpe mir das Richtung Leine. Dann kann ich die Pärchen wieder festziehen.
Und das sieht man jetzt ganz gut, dass die Pärchen jeweils unter den, also unter diesen Kurven rauskommt und nicht hier irgendwie so gerade rauskommen. Das wird nämlich dann passieren, wenn ihr den falsch umkippt. Manche machen da jetzt noch einen zweiten Diamantknoten und lassen die Fransen stehen. Gefällt mir persönlich nicht so wirklich. Muss aber se jeder selber entscheiden. Ich suche mir dann. Ich schaue dann, das sind meine längeren, das sind die kürzeren. Die hier werden jetzt vernäht. Die hier nehme ich zum Verdecken der Schweißpunkte. Zum Vernähen nehme ich gerne die lange Nadel, weil ich besser durchkomme und mit be besser Kraft aufwenden kann. Jetzt muss ich mal kurz ein Feuerzeug und meine Schere suchen. Schweinchen, Feuerzeug, Schere, Nadel. Ihr nehmt euch dann den ersten Strang, dreht eure Nadel aufs Paracord. Ich schaue mir dann das Muster an. Wo kommen da raus? Wie läuft da? Ihr müsst nicht Farbe in die jeweilige Farbe verstechen. Das ist meistens nicht mehr machbar. Ich gehe dann so, wie er gerade liegt, dem nach. Sprich, wir folgen jetzt diesem Weißen. Wir gehen hier drunter, unter zwei durch, ziehen durch. Ich ziehe dann immer gleich fest. Manche lassen das locker und ziehen es nach und nach fest. Geht genauso. Wir folgen dem Weißen. Gehen unter zwei durch. Folgen wieder dem Weißen unter zwei. Dann haben wir das jetzt dreimal verstochen. Das reicht erstmal. Ich nehme mir dann die nächste Farbe, also den nächsten Strang. Schau wieder, wie ich es am besten mache. Ich gehe jetzt mit dem Schwarzen, gehe ich dem Multi nach, mit Blauen gehe ich dem Schwarzen nach und mit dem Weißen gehe ich, vielleicht erkennt man es, mit dem Blauen hier unten nach. Wenn ihr euch gerade fragt, warum sich das Paracord beim Verschweißen so scheiße benommen hat, liegt daran, dass ich einen Nylonkern habe und hier einen Polymantel. Macht aber nichts an Stabilität aus. Ist ein bisschen anders anzufassen, ist aber genauso zu verarbeiten wie normales Nylonkord. Ich gehe jetzt erst hier unter den beiden durch. Und dann unter dem Schwarzen. Hab dann hier wieder meinen Strang. Wir folgen dem Blauen, sprich unter dem bereits gedoppelten, unter dem Schwarzen. Und ziehen es durch. Wir folgen dem Blauen unter dem Doppelten und unter dem Schwarzen. Das waren dreimal. Gehen hier jetzt wieder dem Blauen nach. Hier ist nicht gedoppelt. Gehen unterm Weißen
und unterm Schwarzen durch. Nehme mir den nächsten Strang. So, wir folgen jetzt mit Blau dem Schwarz. Gehen unter den ersten durch. Wenn er durchkommt, gleich unter den gedoppelten. Ansonsten so wie beim anderen gerade. So. Wieder genauso. Wie man vielleicht erkennen kann, kommt man jetzt schon schlecht durch, weil das ja immer enger wird zwischen den Strängen. Gehen wir da noch einmal durch. Auf der anderen Seite noch mal durch. Dann haben wir jetzt den Schwarzen noch. Im Schwarzen haben wir gesagt, gehen wir dem Multi nach. Das heißt, wir gehen jetzt hier unter das erste gedoppelte, ziehen es komplett durch, gehen hier unter dem zweiten gedoppelten durch. So. Dann haben wir hier auf der anderen Seite das Multi, gehen unter den ersten gedoppelten durch. Und ziehen fest und gehen unterm zweiten gedoppelten durch. Vorausgesetzt, man kommt durch. Da. So, einmal noch, dann haben wir es. Haben wir hier. Und da noch durch, dann haben wir das komplett. Ich ende immer, ich lasse immer versetzt enden, weil dann dieser Übergang von dem ganz dicken zum dünneren nicht so schlimm und so krass ist. Dann schneiden wir die hier jetzt ab. Und versenken die und machen da dann entweder eine Takelung drüber. Das ist einfach nur gewickelt. Oder einen Turkett. Da ich euch noch die Handschlaufe zeigen möchte, mache ich das jetzt wieder auf. Und dann am Ende zeige ich euch noch, wie ihr alles beenden könnt.
Handschlaufe. Ihr legt euch das Cord hin. Also was heißt das Cord? Eure Leine vor euch hin. Oder haltet sie euch vor euch fest. Ich schaue, dass ich immer im Muster bleibe. Dass ich halt jetzt nicht irgendwie das dann so habe, dass hier irgendwie so eine Drehung drinnen ist oder komplett verdreht habe, weil dann sich auch die Schlaufe nicht vernünftig ausdrehen lässt und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe hier mein Muster so und lege mir das schon mal so ran. Nehme mein Maßband und messe dann, wie groß ich meine Handschlaufe haben möchte. Ich nehme meistens 20, 25 cm. Das ist eine angenehme Größe. So gemessen. Schau nochmal, ob das passt. Leg mir dann das Ende auf die Leine drauf, dass das Muster auch ordentlich passt. Jetzt habe ich es nämlich verdreht. So, ich habe hier weiß oben. So. Ich nehme dann einmal das kurze, drehe mir meine Nadel drauf, und damit das jetzt schon mal fixiert ist, gehe ich hier im Muster rein. Ich habe das jetzt schon mal soweit fixiert. Nehme dann von der anderen Seite den obersten, also habe jetzt hier von der Seite den unteren. So. Nehme dann von der anderen Seite den obersten. Und schaut dann hier nach. Ich habe hier blau, Multi, blau, Multi. Ich muss vier Wege finden, wie ich die vernähe dann quasi. Ich nehme das Blaue ins Multi jeweils rein und das Multi jeweils ins Blaue. Das heißt, ich habe hier mit meinem Multi hier den Weg ins Blaue. Mach mir dann die anderen Farben schon mal so weit fest. Blau haben wir gesagt, gehen wir ins Multi. Das heißt, wir gehen hier direkt unter 2. Gehen mit dem Multi
mit dem Blau wieder in das Multi. So. Und dann die andere Seite fixieren. Wir gehen dann mit Schwarz in Schwarz, mit Weiß in Weiß, mit Schwarz in Schwarz, mit Weiß in Weiß. Schwarz, weiß, schwarz, weiß. Wieder unter beide durch, dass es bei Weiß auch wieder rauskommt. Dann gucke ich mir diese Stelle hier an, ziehe jede Farbe nochmal einzeln nach. Dann hier einen sauberen Übergang. Das reicht aber logischerweise nicht an Vernähen. Ich schaue mir dann an, welche Stränge meine langen sind. Der, der, der und das Weiß. Habe jetzt hier diese vier. Diese vier Stränge in lang. Bei der Harnschlaufe muss ich mich jetzt entscheiden, meine Verdeckung, fange ich die unten an oder fange ich die hier oben an? So wie es jetzt aussieht, würde ich durchflechten und schauen, dass die vier auf einem Punkt in etwa, also da, 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 rauskommen, dass ich meine Verdeckung nach oben hinsetzen kann. Oder wenn die jetzt alle hier oben rauskommen würden, würde ich hier oben anfangen und schaue, dass ich hier unten beende. Ich zeige euch jetzt nur noch schnell das Vernähen über das Stück, weil wir haben ja jetzt doch 8 Stränge zum Vernähen. Und dann zeige ich euch noch meine Art zu takeln, beziehungsweise meine Türkit. Ihr folgt jetzt mit jeder Farbe quasi da, wo ihr angefangen habt. Es geht immer unter 2 beim Gaucho. Wenn ihr eine Handschlaufe macht und dann vernäht, achtet darauf, für welchen Hund die Leine hinterher sein soll. Habt ihr einen großen Hund, vernäht ein bisschen weiter, dann habt ihr einfach ein bisschen mehr Sicherheit. Habt ihr einen kleinen, so wie ich, reichen 2-3 Mal durchstechen. Und ich muss sagen, bei mir hat es noch kein Hund geschafft, die Vernähung aufzureißen, geschweige denn zu durchbrechen oder irgendwie was, irgendwie die Leine kaputt zu machen. Und ich arbeite jetzt doch schon seit fast 4 Jahren mit Paracord und
kann euch da auch nur meine Erfahrung sagen. Thank you.
Wenn ihr Probleme habt beim Durchziehen, weitet euch mit dem Marlin die Stellen ein bisschen vor. Dann geht es nicht ganz so schwer. Und wenn euch das Cord verdreht, dreht beim Ziehen in die Richtung, in die es sich quasi entdreht. Ist nicht immer ganz einfach. Aber das hat ja auch niemand gesagt. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass mir zwei Farben zum Verdecken reichen, weil ich vermute, dass ich den Rest gar nicht erst durchkriege. Ihr könntet rein theoretisch ab hier in etwa nach und nach die Seelen rausnehmen bei den Strängen, außerhalb bei denen hier. Da könnt ihr die Seelen dann hier unten rausnehmen. Thank you.
das reicht dann. Wie ihr seht, habe ich die jetzt versetzt enden lassen. Weil wenn ich alles auf einen Punkt enden lasse, dann habe ich alles so dick wie hier oben. Und wenn man das jetzt hier ein klein wenig wie eine Teigwurst rollt, gleicht sich das auch noch ein bisschen an. Und dann können wir uns eh schon ans Abschneiden und Verschweißen machen. Dazu brauchen wir wie immer unsere Schere und unser Feuerzeug. Dann schneiden wir ab. Etwa, ja, so maximal einen Zentimeter von der Leine entfernt. Ich drösel mir das dann immer auf, wie auch schon bei den Hals, wie beim Halsband. Halt mein Feuerzeug mit dem blauen Teil am besten der Flamme ans Kord. Ich kann euch auch gleich zeigen, warum ich das mit dem blauen Teil mache und nicht mit dem oberen Teil. Zu heiß geworden. Noch meinen Finger nass. Und drückt es schön flach in diesen Zwischenraum. Machen wir beim nächsten. Dröseln mal wieder auf. Versuche ich euch das mal zu zeigen, wenn ich hier jetzt den oberen Teil der Flamme nehme. Versenke ich mir meistens das Kord außenrum. Wenn ich die blaue Flamme nehme, erwische ich so gut wie nur das Teil, das ich haben will. Muss aber auch jeder für sich selber rausfinden, wie er am besten damit umgehen kann, was ihm am besten taugt. Ich habe aber mit dem blauen Teil der Flamme bessere Erfahrungen gemacht. Schmelzen lassen. Feuchten Finger drüber gehen. Hier oben. Lassen, Finger nass machen, drüber gehen. Aber passt wirklich darauf auf, dass ihr mit dem nassen Teil des Fingers auf das Kord geht, weil sonst wird es heiß. Ich habe aber auch schon gesehen, dass manche da einen Fingerhut hernehmen. Der geht auch ganz gut. Was hier jetzt zum Beispiel auch ganz gut geht, ist, wenn du mit der Schere drauf drückst. Weil hier wird ja drüber getakelt oder ein Türkett drüber gemacht von mir. Da sind dann scharfe Kanten nicht so dramatisch, wie wenn das beim Halsband ist. Beim Halsband bin ich da noch ein bisschen penibler, was das Festdrücken angeht. So, bloß noch das eine.
So. Dann haben wir unsere Schweißstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau. Auf das Stück sind jetzt alle vernäht. Der erste endet hier oben. Und dann rundherum. Es reicht vollkommen, weil wir haben ja noch die hier zur Absicherung auch. Und dann zeige ich euch jetzt die Takelung zuerst. Zur Takelung. Ihr nehmt euch die Stränge. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass die entgegengesetzt rauskommen. Sprich, sie schmiegen sich nicht ordentlich an, wenn ich jetzt den einen in die andere Richtung drücke. Deswegen werde ich mit dem hier, mit dem Schwarz, nochmal einen halben Schritt unten durchgehen. Und zwar gehe ich hier unten unter das Weiß, dass es hier mit dem Blau rauskommt. Ihr nehmt euch dann eure zwei Stränge zwischen Zeigefinger und Daumen und geht an der Leine entlang . Dreht die Leine unter euren Fingern und immer schön straff am Muster zurück zur Handschlaufe. Das sieht am besten aus bei zum Beispiel der Herringbone. Das hier nach unten schieben, dass es schön auch hier zusammenliegt. Wenn ihr dann hier seid, wo die Leine quasi wieder auseinander geht, drehe ich mal die Leine wieder um. Und dann gehe ich zuerst mit der, die oben liegt, in die Nadel und habe dann hier eine Kreuzung von den Cords und gehe da durch. Schneid da ab, schmelz an, gehe mit der anderen Seite nochmal drüber auf die andere Seite. Ja, das muss wirklich hier schön straff liegen. Gehe dann mit dem Cord unter das hier, schneid hier recht knappkantig ab, drück mir das zusammen und schweiß mir den Punkt hier dann hier ran. Dann sieht das Ganze so aus, quasi ohne die Stränge. Und ihr habt eine schöne, einheitliche, ohne irgendwelche Kanten abgeschlossene Handschlaufe. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ich den Turkhead mache. Der Turkhead kann mit beliebig vielen Strängen eigentlich gemacht werden.
Man kann den nacheinander arbeiten. Ich habe aber festgestellt, dass wenn ich einen Leinenabschluss mache, dass gleich beide Stränge verarbeiten deutlich einfacher ist. Ihr nehmt euch eure Seile, die länger sind, wickelt die rum, einmal, zweimal, dreimal, sollte reichen. Geht dann hinten rum und fangt an, die zu kreuzen. Vorne und hinten. Vorne und hinten. Vorne und hinten und geht dann parallel hier nochmal nach oben, hier dann drüber, legt euch die Farben dann hier rein. Nehmt den einen Teil, ihr seid hier drüber gegangen, geht dann auf dieser Seite mit der Nadel auf den Cord. Unten drunter, unter die beide, unter beide. Und dann habt ihr hier einmal, zweimal. Einmal, zweimal, geht über einmal drüber, unter das zweite. Schaut aber, dass ihr hier dazwischen bleibt. Hier dasselbe. 1, 2, 1, 2, oben drüber, unten drunter. Wieder 1, 2, 1, 2, oben drüber. Unten drunter. Eins, zwei. Eins, zwei. Oben drüber. Unten drunter. Eins, zwei. Eins, zwei. Oben drüber. Unten drunter. Da drüber. Und hier war unser Anfang. Immer von oben da rein. Bis sie dahin schieben, wo wir ihn brauchen. Und dann ziehe ich mir jetzt schon mal alles nach. Ich nehme dazu den Marlin mittlerweile am liebsten. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sind wir hier, sechsmal, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, 14, 15, 16, 17. Gehe dann mit meinem anderen Strang
Einzelnen nach. Könnte man jetzt auch die kurze Nadel nehmen. Aber es geht so auch. Mir dann noch einmal. Ziehen wir noch mal mit Marlin nach. Nur das Schwarze diesmal. Der Verbrauch ist immer ein bisschen unterschiedlich, weil ich den Türkett nie hundertprozentig gleich hinkriege. Aber hier sind jetzt die Stränge jeweils ungefähr einen Meter lang. Zum Takeln braucht man bedeutend weniger, wie ihr vorhin gesehen habt. Und es ist auch nicht so zeitintensiv. Ihn dann so lang festziehen und umeinander schieben, bis er passt. Ich werde da jetzt noch mit einem dritten Cord, mit, weiß ich nicht, ich denke mit Blau, werde ich hier nochmal durchgehen, damit sich die Lücken schließen. Und dann ist das fertig.